Eure Hoheit, ein Bote ist aus Galdir eingetroffen. Ich denke mal, Asraman will sein Königreich zurück. Er wünscht eine Privataudienz. Wo ist er jetzt? In der Bibliothek, Eure Hoheit. Aber ihr dürft ihn nicht empfangen. Asraman folgt dem Kriegerkodex. Er schickt keine Auftragsmörder. Da gibt es andere in Galdir, deren Methoden weniger ehrenhaft sind. Ich verspreche, vorsichtig zu sein. Sordama Kira wünscht euch ebenfalls zu sprechen. Ihr findet sie im Heiligtum. Ist mein Schiff aus Teomura zurückgekehrt? Ja, Eure Hoheit. Was machen wir mit Dama Sivora? Sie muss sich für ihre Verbrechen verantworten. Mit Vertrauen und Mut, Eure Hoheit. Sordama Kir, ich habe einen weiteren Stein gefunden. Das habe ich vernommen. Erzählt mir, was ihr über Aosi wisst. Aosi ist die Sprache der Schöpfung. Sie wuchs auf dem Baum von Ele. Aus den Aosi-Runen erschuf Lahara die Welt. Unsere Riten berichten von einem Stein, den Lahara in der Wüste vergrub. Im Sand säte sie die Saat, der der Baum von Ele entwuchs. Aosi ist der Wind, der durch seine Äste rauscht. Diese Steine, gehören sie zur Saat von Ele? Sehr gut, Eure Hoheit. Dann handelt es sich um Aosi-Runen. Aber wie wechsle ich die Form? Zuerst werdet ihr die Rune. Dann verwandelt sich die Rune in die Kreatur. Und was sind diese Kreaturen? Hüter des Erstgeborenen. Nachdem Ele zerschlagen war, segelte Lahara aus Halassar fort. Sie ließ Hüter zurück, die über ihr Volk wachten. Habe ich die Prophezeiung erfüllt? Nein, Eure Hoheit. Ihr müsst weitere Steine finden. Eure Hoheit, noch immer kein Zeichen von Krobelus. Wir haben überall gesucht. Wenn er am Leben ist, ist er nicht in Halassar. Ich will, dass Krobelus gefunden wird. Tot oder lebendig. Ich muss erfahren, was er über die Prophezeiung weiß. Mit Vertrauen und Mut, Eure Hoheit. Eure Hoheit, Dama Sivora ist hier. Soll die Verhandlung beginnen? Ja, beruf den Rat ein. Dama Sivora, ihr habt das Buch der Propheten aus unserem Heiligtum entwendet. Ihr habt Pläne geschmiedet, mit denen die Halassar zerstören wollen. Auf diese Verbrechen steht der Tod. Gibt es einen Grund, warum euer Leben verschont werden sollte? Eure Hoheit, ich bitte um Gnade. Ich habe furchtbare Dinge getan und gesagt. Aber ich will nicht sterben. Für wen habt ihr dieses Buch gestohlen? In Munaria gibt es einen Mann namens Onatus. Er dient dem König von Galdir. Er versprach mir Gold und Reichtum. Warum will Galdir dieses Buch? Ich weiß es nicht, Eure Hoheit. Ich habe Onatus nie wiedergesehen. Ist das alles, was ihr mir zu bieten habt? Das Alias eines Fremden in Munaria? Was schlägt der Rat vor? Sie ist eine Närrin und leicht zu beeinflussen. Exil wäre Strafe genug. Vertrauen lässt sich weder mit Gold noch mit Blut aufwiegen. Werft sie in den Kerker. Nein. Dama Sivora muss sterben. So fordert es das Gesetz und ihr Schwur. Mein Wille ist Gesetz, Sordama Kir. Und Sivora schwor mir den Eid. Ich allein bestimme über ihr Schicksal.
Wir sind gnädig und verschonen euer Leben, aber wir gewähren euch nicht die Freiheit. Bringt sie fort. Euer Bruder hat einen Boten geschickt. Ich rate euch von einem Treffen mit ihm ab. Denkt ihr, er ist ein Auftragsmörder? Asraman hat für Auftragsmörder nichts übrig. Er folgt einem Ehrenkodex. Er hat auch für Boten nichts übrig. Ihr habt mehr Feinde als Freunde, Eure Hoheit. Soll ich der Sache auf den Grund gehen? Nein, das erledige ich. Mit Vertrauen und Mut, Eure Hoheit. Erinnert euch an eure Ausbildung. König Asraman von Galdir beglückwünscht euch zu eurem Sieg. Überspringen wir den Austausch von Höflichkeiten. Was ist euer Anliegen? Wir fanden euren entflohenen Hierophanten. Unsere Soldaten griffen ihn nahe der Grenze auf. Ich frage mich, wie er dorthin gelangte. Sie behaupten, er sei einfach so aus dem Nichts heraus erschienen. Wo ist er jetzt? Im Gefängnis von Indubal. Das ist ein schrecklicher Ort für ihn, meint ihr nicht? Er schändete das Grab von Githiran. Für einen König von Galdir gibt es keinen größeren Frevel. Ihr kommt also, um zu verhandeln. Ihr wollt den Hierophanten. Und Asraman hat ihn. Wie lauten die Bedingungen? Ganz einfach. Er will sein Königreich zurück. Thank you.
Gibt's Neuigkeiten von Galdir? Wir gehen nach Indubal. Oh nein, das machen wir nicht. Krobelus ist dort. Die Galdiraner haben ihn gefunden. Indubal ist kein Ort für die Königin von Halassar. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier gern verweilen. Aber warum euren Bruder enttäuschen? Krobelus ist jetzt ein Gefangener von Galdir. Wir gehen nach Indubal. Indubal ist kein Ort für die Königin von Halassar. Ich muss allein gehen. Redet keinen Unsinn. Taurgis wird uns begleiten. Taurgis fürchtet sich vor Indubal, ich nicht. Bitte, lasst mich dies allein tun. Ich kann nicht für drei schleichen. Vielleicht habt ihr recht, aber ein weiser Rat wird nur selten befolgt. Wir machen das zusammen. Vor über 50 Jahren baute Imabet der IX. Das Gefängnis von Indubal. In den Kammern dieses Schlachthofes starben Tausende, weil es dem König so gefiel. Targan der III. Setzte seinen Vetter ab und brachte Galdir wieder Barmherzigkeit. Unter der Herrschaft von Azraman wurde nur wer wirklich seinen Zorn verdiente, nach Indubal verdammt. Für die Schändung eines Kaisergrabes erhielt Krobelus dort den Ehrenplatz. Azraman und ich entdeckten diesen Gang als Kinder. Ich kann mir euch nur schwer als Kind vorstellen. Oder beim Spielen mit Azraman. Über meine Familie macht man sich nicht lustig, Munari. Sie meinte es nicht böse. Vergesst es ganz einfach. Was ist hinter diesen Türen? Wir tauften diese Vorrichtung Imabets Rätsel. Wie funktioniert sie? Wenn wir die Ketten lösen, fällt Krobelus in die Grube. Wenn wir die Grube schließen, verbrennt das Licht ihn zu Asche. Und wenn wir das Licht löschen, reißen ihn die Ketten auseinander. Also müssen wir das alles gleichzeitig tun. Ich gehe hinunter und schließe die Grube. Ich löse die Ketten. Es gibt in der Nähe einen Mechanismus. Dann bleibt noch die Säule des Lichts. Wo finde ich die Quelle? Auf der Oberfläche, bei den Gefängnistoren. Geht den Wachen aus dem Weg. Das also ist der Plan. Gebt mir Bescheid, wenn ihr in Position seid. Thank you.
Ich könnte die Grube schließen und uns von dem Hierophanten befreien. Aber Ihre Hoheit würde mir nie vergeben. Vertrauen und Mut. Seid ihr der, für den ich euch halte? Ah, meine lustige kleine Base. Ist dies ein Spiel? Ich dachte, ihr wäret vor Jahren gestorben. Oh nein, ich bin Imabet der Neunte, Prinz der Tamirat und König von Galdir. Targan der Dritte setzte euch vor über 50 Jahren ab. Sein Sohn regiert jetzt das Königreich. Was für ein grausames Spiel, kleine Base. Ihr verletzt meine Gefühle, wenn ihr so etwas sagt. Warum nennt ihr mich Base? Ich nenne euch Base, weil ihr meine Base seid. Der kleine Targan, er liebt Rätsel ja so sehr. Und wo sind wir jetzt? In der Zitadelle von Tamirat natürlich. Hier sind meine Minister. Und hier ist mein Thron. Riecht ihr den Garten, kleine Base? Fühlt ihr nicht die Meeresbrise? Stimmt etwas nicht, Base? Bäschen ist so lustig. Nehmt ein Bonbon und geht. Thank you.
Hier ist der Mechanismus zum Lösen der Ketten. Ich muss auf das Signal der anderen warten. Also dann? Wo ist die Säule des Lichts? Die Quelle ist irgendwo hier oben. Ich muss leise sein, um die Wachen nicht zu alarmieren. Hier ist die Quelle. Jetzt das Signal für Ihre Hoheit. Vertrauen und Mut. Bin ich? Im Gefängnis von Indubal. Euer Kreuzzug ist vorbei. Der Kreuzzug war eine Lüge. Meine Soldaten erfuhren nie, wofür sie starben. Und
wofür starben sie? Vor Jahren traf ich einen Mann namens Morbasan. Er hatte eine Schatzkarte und ein fliegendes Schiff. Zu jener Zeit war ich ein Missionar, ein Priester von Urat. Und ich folgte ihm nach Elee in den Norden. Der Baum von Elee war zerstört. Ja, aber ein Fragment überlebte. Und dort fand ich den Sturm. Welchen Sturm? Der Sturm, der Elee zerschlug. Der Sturm versklavte mich. Und selbst heute noch weilt er in mir. Aber ich bin stärker und gehorche ihm nicht. Und der Sturm ließ euch Halassar angreifen? Der Sturm sucht ein Portal in diese Welt. Das ist Unfug. Wie gelangen wir nach Elee? Morbasan kennt den Weg. Ich sah ihn zuletzt in Munaria. Ich habe einen Freund in Munaria. Er wird Morbasan für uns aufspüren. Eure Hoheit? Laut der Prophezeiung werde ich den Baum von Elee heilen. Wenn Krobelus recht hat, muss ich gehen. Und ich werde mit euch gehen. Ich muss mich von der Macht befreien, die mich versklavte. Ich versprach Nehru, euch auszuliefern. Aber er muss warten. Ziehen Ihre Hoheit einen Käfig oder eine Zelle vor? Ihr hättet angreifen sollen, als ihr die Gelegenheit hattet. Und den Befehl meines Königs missachten? Asraman schickt nach euch. Wo ist mein teurer Bruder? Legt eure Waffen nieder und wir werden euch zu ihm bringen. Wir gehen zu Asraman, aber zu unseren eigenen Bedingungen. Ihr habt mein halbes Königreich geraubt, Maya. Müsst ihr auch noch meine Gefangenen stehlen? Ihr könnt die anderen haben. Ich will nur diesen hier. Eure Dreistigkeit überrascht sogar mich. Ihr habt eine zu hohe Meinung von euren Auftragsmördern. Ich habe für Auftragsmörder nichts übrig. Wenn ich euch töte, geschieht dies ehrenhaft. Ihr hattet 20 Jahre lang die Chance. Vergebens. Mein Blatt wendet sich gerade. Verlest die Anklage gegen sie. Ihr seid angeklagt, den Aufstand gegen Galdir geplant zu haben. Unrechtmäßig Anspruch auf den Thron von Halassar zu erheben. Der Verschwörung mit den Verrätern Prinz Taurgis und Sudamakir. Der Ketzerei und Gotteslästerung. Der Entweihung des Buches der Propheten und des kaiserlichen Grabmals. Der Plünderung, der Piraterie und des Mordes. Ihr vergaßet unerlaubtes Betreten. Was habt ihr zu diesen Anklagen zu sagen? Halassar ist mein durch die Macht der Prophezeiung. Ich habe kein Verbrechen verübt, noch erkenne ich dieses Tribunal an. Ihr müsst 3 Prüfungen bestehen. So ihr tatsächlich die wiedergeborene Göttin seid, werdet ihr bestehen. Doch wenn ihr versagt, gehört Halassar mir. Das kann ich nicht akzeptieren. Es ist gut, Taurgis. Ich gebe eurem Bruder den heiß ersehnten Beweis. Die erste Prüfung ist der Kampf. Ihr werdet gegen 4 meiner stärksten Krieger antreten. Lasst den Kampf beginnen! Mein Bruder war ein guter Lehrmeister. Aber seine Lektionen sind für euch jetzt ohne Wert. Lasst die zweite Prüfung beginnen. Diese Steine sind doch der Schlüssel zu eurer Prophezeiung, oder?
Beweist mir, dass ihr eine Gottheit seid. Ich muss es mit eigenen Augen sehen. Asraman der Zweifler. Ich kann nichts tun, um eure Meinung zu ändern. Fürchtet ihr euch? Nein, aber ihr werdet euch fürchten. Ihr beleidigt mich mit euren Illusionen. Ich lasse mich von eurer Hexerei nicht täuschen. Stellt euch jetzt der letzten Prüfung. Ich selbst werde euch töten. Genug! Ich habe euch am Miritan-Pass besiegt. Gegen mich wollt ihr kämpfen. Ja, Bruder. Ihr habt ja so recht. Ich mache euch zu einem Märtyrer. Königreich auf immer und nehmt den Hierophanten mit euch. Ich will von Halassar nichts mehr wissen. Meldet euren Spionen, wir reisen ab nach Munaria. Wir suchen nach Morbasan.